Ja, 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 it's coming, it's coming, it's coming. Okay, oh Mann, das really klingt nicht gut. Habe es kaputt gemacht? Ein Auto, ein Superstar und ein ganz persönliches Gespräch on the road. TAF präsentiert Stars in Cars. Heute mit Joseph Gordon-Levitt. Wir treffen Joseph Gordon-Levitt in Berlin. Seit über 20 Jahren ist der 34-Jährige bereits dick im Hollywood-Geschäft. Mit der Serie Hinter Mond gleich links hatte er mit 15 seinen ersten großen TV-Hit. Seitdem ist er ständig im Kino mit den größten Hollywood-Stars unterwegs. In 10 Dinge, die ich an dir hasse, mit dem verstorbenen Heath Ledger, mit Leonardo DiCaprio in Inception und in Batman The Dark Knight Rises mit Christian Bale. Jetzt ist sein neuer Film da, The Walk, in dem er einen französischen Seiltänzer spielt. Und weil es eigentlich auch nur ein weltbekanntes französisches Auto gibt, überraschen wir den Schauspieler für unseren Roadtrip mit einem Citroën 2CV, besser bekannt als Ente. Bleibt nur eine Frage. Möchtest du fahren oder soll ich? Was ist dir lieber? Mir ist das egal. Es ist halt keine Automatikschaltung. Aber wenn du mutig bist... Okay, ich werde es versuchen. Na dann, auf ins Abenteuer. Denn eine Ente ist nicht gerade einfach zu bedienen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Oh, wow, du hast Zuschauer. Ja, da gucken echt viele zu. Na super, abgestorben. Tja, jeder Anfang ist schwer. Es ist aber auch ein ungewöhnliches Auto für einen ungewöhnlichen Hollywood-Star. Denn Joseph Gordon-Levitt verdient zwar Millionen und steht im Rampenlicht, verhält sich aber doch ganz anders als seine Superstar-Kollegen. Beispiel 1, sein Auto. Hast du ein Auto? Ja, in Los Angeles geht es nicht ohne. Was ist es für eins? Ich fahre einen Nissan Leaf. Ein schnuckliger Elektroflitzer statt protzigem Ferrari oder fetter Stretch-Limo. Auf der Beifahrerseite dann die nächste Besonderheit, denn Ehefrau Tasha McCauley ist nicht etwa Model oder Schauspielerin, sondern die Chefin einer Firma für Weltraumtechnik. Mit im Elektroauto ist auch ihr erstes Kind, denn seit August ist Joseph stolzer Vater eines Sohnes. Wie der heißt oder aussieht, wissen wir nicht, aber das hat auch einen Grund. Er ist noch ein Baby. Ich möchte nicht, dass er berühmt wird, nur weil jeder seinen Daddy kennt. Er soll das alleine entscheiden können, sonst wacht er vielleicht eines Tages auf und merkt, dass er gar keine Lust hat, berühmt zu sein. Ich werde also nicht rumlaufen und im Fernsehen lustige Geschichten über ihn erzählen. Wow, ein Ex-Kinderstar mit vernünftigen Ansichten. Keine Selbstverständlichkeit, denn an anderen früheren Kinderstars wie Lindsay Lohan oder Macaulay Culkin sieht man, wie schnell man vom Super- zum Skandalstar abrutschen kann. Ja, da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe tatsächlich 6 Jahre lang sehr gutes Geld mit der Serie verdient. Meine Eltern haben das gut angelegt. Und seitdem habe ich die Freiheit, nur das machen zu müssen, worauf ich Lust habe. Und ich muss nicht auf die Gagen achten. Lust hat Joseph Gordon-Levitt demnach auch auf The Walk, die wahre Geschichte des Seiltänzers Philippe Petit, der 1974 mit einem Seil zwischen den Türmen des World Trade Centers balancierte. Ein Film in extremer Höhe. So extrem, dass sich laut Berichten angeblich einige Kinozuschauer sogar schon übergeben mussten. Was ich wirklich lustig finde, Menschen gehen ins Kino, gucken Horrorfilme, da wird gefoltert und gemordet und die zucken nicht mal mit der Wimper. Aber ein Typ, der auf einem Seil balanciert, bringt sie zum Kotzen? Absurd. Zurück zum ungewöhnlichen Hollywood-Star in der Ente. Denn der kann noch viel mehr als Schauspielern. Joseph Gordon-Levitt schreibt Kurzgeschichten, spricht fließend Französisch, spielt Gitarre und ist seit einigen Jahren sogar Chef einer eigenen Online-Musikplattform namens Hit Record. Und ach ja, ein schlechter Sänger ist er auch nicht. Kostprobe. Kleine Textpanne, aber Sie sehen, Joseph Gordon-Levitt ist bei jedem Spaß dabei. Blöd nur, dass kurz darauf die Fahrt vorbei ist. Mann, das macht viel mehr Spaß als ein Interview im Hotelzimmer. Ja, darüber würden wir uns auch freuen. Aber immerhin mehr von Joseph Gordon-Levitt gibt's aktuell ja noch auf der großen Kinoleinwand in The Walk.
beim Du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll. Vielen Dank.